warum sollte man diese DVD nicht verpassen? Weil Mara und der Feuerbringer einfach ein großartiger Film ist und die ganze Familie amüsiert wird. Hallo ihr Lieben, hier ist eure Jeanette von Monaco Deluxe. Ich bin hier auf der DVD-Release von Mara und der Feuerbringer. Und mal schauen, wen ich von den ganzen Schauspielern heute für euch interviewen werde. Bis später. Neben mir ist der Esther Schweins. Esther, du hast bei dem wundervollen Film mitgewirkt. Kannst du uns was über deine Rolle erzählen? Oh, Christa Lorbeer, die durchgetrullerte Mutter von Mara. Sehr sympathische Figur. Nur sie weiß eigentlich wirklich, worum es geht und welche Nachkommenschaft sie, wem sie denn nachkommt, ist Geheimnisträgerin und wie meine Kinder behaupten, ist ein Tüdelüt. Das hört sich schon sehr lustig an. Musste man dich denn überreden für die Rolle oder warst du sofort Feuer und Flamme? Na, ich habe die Bücher gelesen, Mara. Nun kenne ich ja auch Tommy schon aus anderen Umständen oder unter anderen Umständen seit vielen Jahren und es war eh klar, dass ich damit mache. Du bist ja auch bekannt dafür, dass du sehr lustige Sachen machst. War denn in dem Film auch was Lustiges dabei? Nee, ich finde Christa Lorbeer, auch wenn sie ein bisschen anstrengend ist, durchgehend sehr, sehr komisch. Das ist ja wunderbar. Sag mal, ist das etwas nur für Kinder oder für jedermann? Was würdest du sagen? Wer soll alles ins Kino kommen oder wer soll sich die DVD anschauen? Auf keinen Fall nur für Kinder. Das ist eigentlich ist das, was es ganz selten gibt, wirklich die ganze Familie amüsierender Entertainment-Film. Wunderbar. Vielen Dank. Danke. Neben mir steht Sophie Adel und wir haben uns erst vor 2 Wochen auf der Secret Fashion Show unterhalten. Da warst du Ehrengast, VIP-Gast und heute sehen wir uns hier bei Mara und der Feuerbringer. Kannst du uns denn ein bisschen was über deine Rolle erzählen? Wie bist du? Wie heißt du und was machst du genau? Ja, also ich kann ein bisschen was über die Rolle erzählen, weil sie ist leider dem Schnitt zum Opfer gefallen und das passiert einfach. Okay. Aber also es ist eine Wicca und das sind so esoterische Frauen, die mit Bäumen kommunizieren und mit Bäumen sprechen und um die Bäume herum tanzen. Und das ist also eine ganze Gruppe um Esther Schweins herum. Also die spielt die Mutter von Mara und Christa Lorbeer. Und wir sind also diese Esoterikerinnen gewesen, die also mit den Bäumen kommunizieren. Und die kommen auch in Teil 2 und Teil 3 vor. Da ist aber eben die Frage, ob die Teile noch gedreht werden. Das hoffen wir natürlich alle. Das hängt natürlich jetzt davon ab, wie erfolgreich der erste Teil wird. Gibt es denn etwas, was unseren Zuschauern sagen möchtest? Warum lohnt es sich, diesen Film anzuschauen auf DVD? Ja, also es lohnt sich, diesen Film auf DVD anzugucken und auch die Sonderausstattung der DVD anzusehen. Das ist ein komplett neuer Ansatz zum Fantasy-Genre. Also Fantasy ist normalerweise was Bierernstes und Tommy Krafweis hat es geschafft, da Humor reinzubringen und deshalb ist der Film was Besonderes und ist FSK 6, also schon die 6-Jährigen dürfen diesen Film angucken. So schlimm sind die Monster also gar nicht. Das heißt, die ganze Familie hat was davon. Ja, es ist wirklich ein Familienfilm. Also es sind auch sehr viele Erwachsene, die auch die Bücher gelesen haben. Es waren nicht nur Kinder. Also es erschien im Bereich Jugendbuch, aber es ist auch ein Erwachsenenbuch, definitiv. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Neben mir steht Tommy Krafweis. Tommy, du hast mir gerade schon erzählt, was du in diesem Film alles gemacht hast. Mhm. Erzähl es dann nochmal den Zuschauern. Wofür warst du zuständig? Also ursprünglich habe ich die Romane geschrieben, die 3 Mara und der Feuerbringer Romane. Dann habe ich ein Drehbuch daraus gemacht. Dann habe ich die Regie von dem Film gemacht. Ich war der Creative Producer. Ich habe eine Visual Effects Firma gegründet, damit das ganze Geld dann auch tatsächlich in den Visual Effects landet. Ich habe, also meine Firma Bumfilm hat den Schnitt gemacht und waren an der Musik beteiligt. Ja, ich glaube, das war es wahrscheinlich. Mara und der Feuerbringer ist ja ein Fantasy-Film, aber er unterscheidet sich deutlich von anderen Filmen. Und zwar hat es auch sehr viel mit Spaß zu tun, oder? Ja, es hat mit mehreren Dingen zu tun. Zum einen ist es ja so, dass der Film sich auf eine reale Religion, wenn man so will, kapriziert, auf die nordisch-germanische Mythologie. Ja. Und alles, was man in dem Film sieht und hört, was als Fakt dargebracht wird, ist wissenschaftlich so recherchiert, dass auch der Autor des Lexikons der germanischen Mythologie zufrieden ist, ja? Der unser wissenschaftlicher Berater war. Das heißt, wenn du den Film gesehen hast, weißt du, dass 3 unserer Wochentage nach germanischen Göttern benannt sind. Und ich denke, von den Zuschauern weiß das gerade mal 4%. Ja. Das ist Dienstag nach dem Gott Tyr, Donnerstag, da hört man schon, und Freitag nach der Göttin Frigg. Und im Englischen noch Wednesday, der Wodanstag. Mhm. Und solche Dinge lernt man.
und dass der Samstag nicht nach dem Sams benannt ist. Das lernt man da auch. Und ansonsten ist es so, dass ich auch einen Fantasy-Film machen wollte, in dem es Pointen gibt, aber nicht alberne Pointen. Also jetzt, was heißt albern? Also ich meine nicht diese Art Pointen der Pointe wegen, sondern die kommen alle aus der Figur heraus, aus dem Charakter heraus. Und das war im Roman auch schon so. Und das haben wir getan und das hat tatsächlich ganz wunderbar funktioniert. Und es ist ein Fantasy-Film geworden, der dir Dinge beibringt, ohne dass es wehtut und Spaß macht. Ist es denn etwas für jedermann, also für klein und groß, was würdest du sagen? Also, du kannst den Film mit einem mutigen 6-jährigen Kind sehen, ja, aber es ist Family Entertainment, es ist schon, oder ein All-Ager, würde ich sagen, so wie Harry Potter. Okay. Bei Harry Potter würdest du sagen, das gucken viele Erwachsene, das gucken viele Jugendliche, aber allzu jung sollten die Kinder nicht sein, weil das ist schon auch sehr gruselig. Es handelt unter anderem von dieser Sage von dem Halbgott Loki, der seit 2000 Jahren auf einen Felsen gefesselt ist und über ihm hängt eine Schlange, die ihr Gift in sein Gesicht tropft. Also das ist schon starker Tobak für 6-Jährige. Deswegen Familienfilm, Kinder, Eltern, setzt euch zusammen und schaut ihn zusammen. Viel Erfolg mit dem Film. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Neben mir steht die Lilly, die Hauptdarstellerin von dem Film. Lilly, wir haben uns den Film vorhin ja auch angeguckt. Der war sehr, sehr schön. Es war ja auch mit dein erster großer Film, sagen wir es mal so. Ja, mit so vielen tollen Nebendarstellern. Und erzähl doch mal, wie es dir gefallen hat, einfach die Zusammenarbeit mit vielen so tollen, bekannten Stars. Es war einfach toll, weil ich so viel lernen konnte. Einfach, es war die erste Kinoproduktion für mich. Und es war einfach spannend, dann wirklich mal den Großen beim Arbeiten zuzugucken und ihn auch Fragen stellen zu können und einfach von ihnen lernen zu können und zuzugucken. Ich habe alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Das war echt der Hammer. Warst du denn aufgeregt, so die ersten Drehtage, oder hat sich das sehr schnell gegeben? Wir hatten das Glück, dass ich nicht wirklich ans Set gekommen bin und dann standen die da auf einmal, sondern ich hatte davor mit dem Christoph Maria Herbst, wir hatten mal eine Kostümanprobe zusammen und mit Jan-Josef Liefers sind wir, bevor wir den ersten Drehtag zusammen hatten, am Abend davor nochmal essen gegangen, dass man so ein bisschen warm miteinander wird, dass es halt nicht wirklich am Set erst so das Vorstellen ist. Das hat sehr geholfen. Dann war die Aufregung auch einigermaßen weg, weil dann hat man sich davor schon mal unterhalten und hat sich ein bisschen beschnuppern können. Das war sehr schön. Was mir besonders gefallen hat, war eigentlich so das Zusammenspiel zwischen dir und deiner Mama. Das kam unheimlich glaubwürdig und echt rüber und sehr emotional. Hast du denn auch so zu ihr so ein Verhältnis? Also wir verstehen uns einfach unfassbar gut, Esther und ich. Das hat auch einfach wirklich gepasst. Das war sehr liebevoll, die gesamten Dreharbeiten. Richtig schön, wird sich umarmt und hallo, wie geht's dir? Und das, ja, glaube ich, ist dann das, warum das auch vielleicht gut rüberkommt, weil wir uns einfach tatsächlich wirklich sehr, sehr gut verstanden haben. Das kam total rüber, dass ihr euch mögt, dass es sehr herzlich ist. Ja. Und jetzt meine letzte Frage. Könntest du dir vorstellen, in Zukunft mehr Fantasy zu machen? Weil das ist ja ein Fantasy-Film, ein Familienfilm. Ist das ein Genre, das dich interessiert, das du auch weiterhin machen möchtest? Ich bin gerade noch an einem Punkt, wo ich mich überhaupt nicht festlegen möchte und es mir auch nicht erlauben kann, mich festzulegen. Also ich bin offen für alles. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil es wirklich auch im Gegensatz zu dem war, was ich davor gemacht habe. Es war wirklich Laufen, Rennen, Schreien, im Studio drehen, laut, Action, nachbearbeitet und so und lustig. Das war schon super spannend. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich sehr, sehr gerne mehr in die Richtung machen. Also sehr actiongeladen. Vielen, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg mit der DVD. Vielen Dank, Lilly. Hallo ihr Lieben, neben mir steht Alex Simon und ich würde sagen, er ist nicht nur ganz nett anzuschauen, sondern er hat auch eine ganz tolle Rolle gespielt in dem Film. Erzähl mal was. Was hast du denn genau gemacht in dem Film? Ja, ich war also Siegfried, der Drachentöter und war natürlich eine super Rolle. Also na klar, als Mann hier Siegfried zu sein mit Schwert, mit Rüstung, mit einem Wahnsinnspferd. Also es war schon wirklich super. Also eine ganz, ganz starke Rolle. Das Tolle an deiner Rolle ist ja auch die Sprache. Oh ja. Oder? Oh ja, also die waren es belegt mit Zungenbrechern und allem drum und dran. Also es war wirklich eine Herausforderung, aber es war sehr, sehr interessant. Es war sehr, sehr interessant. Ich musste es mir zwar öfters mal anhören, ja, aber danach, irgendwann ging es da. Also mit laut das Krr, Drr und Zungenrollern, das R-Rollen und. Also es war sehr spannend. Ich komme ja auch aus dem Fashion-Bereich, deswegen die Frage, du bist ja eigentlich Model, oder? Ja, richtig, ja. Was gefällt dir mehr, das Schauspielern oder das Modeln? Puh, das ist eine schwere Frage. Also ich würde sagen, beides hat seine Reize. Ja? Also bei dem einen ist es halt einfach, dass die Geschichte auf ein Bild
zu vollziehen, dass der, dass die Leute, die das Bild anschauen, sich wirklich was dabei denken können. Ja, es geht nur um dieses eine Bild, und beim Film ist es halt wirklich, du spielst halt permanent eine Rolle, und das ist, geht nicht mehr ums Foto, sondern es geht halt wirklich um die ganzen Takes, die danach kommen, weil normalerweise ist bei uns Tag 1 und dann ist vorbei, aber das ist beim Film natürlich komplett anders. Aber eine schöne Abwechslung für ein Model. Definitiv. Also super Erfahrung, war echt der absolute Knaller. Lieber Alex, vielen Dank fürs Interview und gerne, viel Erfolg mit dem Film. Danke, danke. Tschüss. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Eindrücke über den Film zeigen können und würde mich natürlich sehr über eure Kommentare freuen. Wie habt ihr den Film gefunden? Ich fand ihn super. Er ist für groß und klein, für alt und jung und mit einer Riege an deutschen Stars wie kaum in einem deutschen Film. Also total sehenswert. Schreibt uns und wir freuen uns über Feedback. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.